Okay, dann gehen wir jetzt mal unten am Strand lang. Was heißt am Strand? An der Küste. Strand ist ja ein bisschen zu viel verlangt. Da hinten kommen wir nicht weiter. Oder besessen. Nicht zwingend Hexenkult. Einfach nur besessen von irgendeiner dunklen Macht. Guck mal, da drüben sind wir von drüber gelaufen. I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Was ist das hier? Das ist wieder ein Stromhäuschen. Das sieht aus wie Wasserlauf, ne? Oder eine Schneise, aber für eine Schneise. Also Ethan werden wir ja nie wiedersehen, leider. Was ist das hier für ein Weg? What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright lane of glory they'll never reach. Aber ist auch nichts, ne? Kein Vogel, nichts. Ich hab das Gefühl, ich im Laufe. Toll. Was denn, ne? Ich glaube nicht, nein. Nee. Völlig umsonst hier lang gelaufen. Die Person, die da an der Straße ging, alleine fehlt eine Hand. Meinst du, er ist immer noch? Aber wenn ihm eine Hand fehlt, die hätte doch schon längst wieder hergestellt werden können, oder nicht? Oder? Ach nee. Warte mal, die Hand war weg. Warum war die Hand weg? Weil die Hand schon weg war, als Ethan, bevor Ethan vom Pilz kopiert wurde, ne? Weil der Pilz konnte nur das kopieren, was... Müsste man mal im Auge behalten. Oder unten ist irgendwas. Ich guck bloß hier nochmal sicherheitshalber. Weil hier sind wir nicht lang gekommen, ne? Wir sind ja gleich da oben abgebogen. Nee. Das ist, glaube ich, die Mine, von dem Ethan gesprochen hatte, ne?
Ja, wir brauchen Schlüssel. So meinst du das? Kleinen Moment. Achtung. Na. Ist sonst keiner gestorben bisher? Ich weiß es gar nicht. Nee, Chris ist alles da. Dings ist. Nee, stimmt. Ja. Sind nur Bösewichte. Manchmal mit Reinkarnation, aber letztendlich nur Bösewichte, die sterben. Ja, das Gute stirbt halt nicht, ne? Normalerweise. Wird es dunkel. Sackgasse. Alte Mine. Was wir hier wohl finden werden? Ein Fahrstuhl. Ein Abgrund. Eine Sackgasse. Wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren. Will ich mit dem Fahrstuhl fahren? Eigentlich nicht. Nee, das Eil passt schon. Wahrscheinlich musst du ganz schnell wegrennen. Vor allen anderen Bösewichtern. Deswegen Resident Eil. Oder vor den Einwohnern, vor den Residents musst du dann fliehen. Mein Gott, geht das tief runter. Hallo? Oh, jetzt da ist Boden. Sackgasse. Upsala. Sackgasse. Woher kommt der Strom für die Lampen? Sackgasse. Da hinten ist Licht am Ende des Tunnels. Oder auch nicht. Ja, die Frage. Okay, die Frage ist bloß, will ich mich mit Minen auskennen? Spitzhackenregal, leerer Platz. Ja, da. Steckt irgendwo in der Wand. Okay. Irgendwo, wo es dunkel ist, in der Wand. Was bist du hier? Opfer ertrunken, postmortal vor dem Tod. Das ist die Mutter, ne? Das ist Missy, die Mutter. Okay, Weichen brauchen wir keine stellen. Oh, oder vielleicht doch? Na?
Wir können auf alle Fälle mit dir fahren. Aber wohin? Jetzt volle Pulle. Abend. Da ist die Spitzhacke. Wenn ich jetzt weiterfahre, habe ich das Problem, dass die Weiche falsch steht. Dann fahre ich nämlich rückwärts, ohne das Licht nach vorne. Aber ich muss die Spitzhacke hier abgeben. Och. Oh. Okay, alles hier in der Nähe. Das ist Papa, ne? Okay. Ja, er soll sie noch... Oh, die Bahn steht hier hinten. Ah, nicht so weit weggehen, sonst... da hinten leuchtet's. Das ist eins, die kommen an. Ich glaube, das könnte stimmen, oder? He probably ran. Well, why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it. Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No, I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Dale, you miserable coward!
Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... Und weg war sie. Where's Mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now. Whoa. Okay, er ist losgelaufen. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something's losing all this pain and death. Something's becoming stronger. Was ist hier? Man muss ja wenigstens mal nachgucken gehen, ne? Oh. Siehst du diese Warnung? Geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung? Ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung? Bleibt das Seemonstertor verschlossen. Das war der Eingang zu dem Ding. Wahrscheinlich haben wir noch viel verpasst hier. Wenn das da oben leuchtet, fehlt noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während das Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig wahren, er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Ja, das frage ich mich auch immer bei irgendwelchen okkulten Sachen. Warum sieht er so seltsam aus? Der sieht sehr seltsam aus. Verbrannt. Hat das hier was mit Cthulhu zu tun oder so? Oder... Vor allem die Kerze müsste erst kürzlich angezündet worden sein, ne? Er sieht nicht gesund aus. Okay, wir müssen scheinbar durch das Labyrinth durch. Wir brauchen mehrere von den Leichen.
Frage ist, wo? Den hier zum Beispiel nehmen wir. Ich darf... Nein! Bloß nicht sowas. Sowas kann ich überhaupt nicht ab. Na toll. Sowas kann ich... Oh mein Gott. Ich höre ein Quietschen. Für jeden kommt einer. Keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich glaube, hier waren wir schon. Boah. Ich glaube, reicht nicht, ne? Vier haben wir, glaube ich, jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mist. Ich hab's gehört. Na toll. Ah, oh, hier war ich doch schon mal. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele hier rumliegen. Oh. Von da sind wir gekommen. Ah, okay. Gute Nacht, Kata.
Mist. Uns fehlt, glaube ich, noch einer. Aber wo? Hier waren wir da schon dreimal. Viermal. Okay, die scheinen da immer nur den Weg drüber zu laufen, oder? Ja. Der läuft immer nur verquer. Also wenn wir da vorbei sind, dann ist das nicht so tragisch. Jetzt sind wir hier. Das Schild steht auf der Ecke. Oh Gott. Das ist die Gabelung. Von da sind wir auch gerade gekommen. Das geht so komisch rum. Und da wäre theoretisch nach links. Da ist aber kein links. Ja, das wäre sehr hilfreich. Jetzt sind wir hier. Links lang. Zumindest der Versuch. Da geht's raus. Okay. Das ist jetzt hinter uns, das raus. So, das ist die Sackgasse. Das geht links rum. Ich weiß gar nicht, ob die Leichen, ob wir schon alle gefunden haben. 5 haben wir, glaube ich, jetzt, ne? Ich hab da auch keine Ahnung. Sind wir denn jetzt hier? So, hier rechts ist jetzt wieder... Ich gehe mal hier wieder hin. Wahrscheinlich fehlt noch genau einer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sag ich doch. Wir brauchen aber 6. Wir brauchen 6. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Sag ich ja, wir brauchen 6. Ich weiß nicht, ob ich das hier auf gut Dünken öffnen kann. Oder, warte mal.
Ich kann nur die Dinger drehen. Vielleicht kann ich den letzten einfach durch Zufall drehen, oder? Warte mal. Vielleicht reicht es ja aus, dass ich die anderen kenne. Die Frage ist bloß... Warte mal. Eins. Eins. Zwei. Vier. Ja, aber nach welcher Reihenfolge geht es denn hier? Jetzt mal im Ernst, nach welcher Reihenfolge... Ah, warte mal. Da, da. Oh Gott. Kann die Spirale hier die Reihenfolge sein? Kreis. Das ist es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was? Zettel? Ach so, unten. Warte. Ja, 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 ja. Da ist noch eine Markierung drauf. Guck mal, ich glaube, da steht die Markierung. Lässt öfter uns das alte Tor in Schleifen, während des Wächters Blick in die Ferne schweifen, ruft uns Gott. Nee, da steht nicht weiter. Die Reihenfolge, wie ich sie finde, hat ja keine Relevanz. Ich kann ja nicht immer hinterher rennen. Wir sehen auch alle gleich aus. Achso, wegen den zwei Symbolen. Da war eine 3 und ein Dings. Achso, dass das vielleicht unten die letzte Reihe ist, wa? Das war das. Das war die letzte Reihe. Da war die 3, oder das B auf dem Kopf war unten liegend. Das heißt, die Sachen, das sind die jetzt, die fehlen. Aber die Frage ist, in welcher Reihenfolge? Es waren ja bei den anderen keine Briefe drauf, ne? Nee. Was haben wir denn hier? Ich sag mal, man hat ja geometrische Figuren, ne? Das wäre hier die 6. Irgendwie so ein T oder so. Aber das ist, glaube ich, schon das, was da oben ist. Das hier. Ne? So, dann haben wir... Aber das Problem ist, wir haben hier zwei Vieren. Einmal hier und einmal hier. Einmal ein Hochkant und einmal... Also wir haben Z und ein... Nochmal so ein anderes, ein Epsilon oder so. Oh. Das ist ein anderes Symbol da oben. Das da. Die 5 fehlt. Das wäre 1, ist die Z. Das wäre das da unten. Die 2 fehlt derzeitig. Die 3 wäre das da drüben. Das ist so ein, irgendwie so ein... Das da, ne? Ja. So, dann haben wir die 4 zweimal. Ich weiß aber nicht, was, welches die 4 die richtige 4 ist. Entweder ein Z oder ein Epsilon. Entweder das. Oder. Das. So, dann fehlt die 5. Ach, jetzt sehe ich es. Guck mal, Dreieck. Dreieck, Moment. Dreieck ist das da. Ich sehe es gerade. Dreieck ist... Das ist Dreieck. Quadrat. Normales Quadrat ist ein Z. Hammer. Kreis. Kreis ist ein Z. Stern. Stern ist dieses komische, das hier. Dann haben wir Dreieck, das ist ein Epsilon. Das da. So, und dann fehlt das.
Das ist das letzte... Nee, ist nochmal ein Dreieck. Nee, ist ein anderes Dreieck, ne? Schauen wir nochmal nach. Das ist das da. Können wir... Ja. Das sollte das sein, ne? Wir gucken mal sicherheitshalber nochmal. Sollte ich jetzt abhauen? Also doch, Cthulhu. Ich komme ja nicht weg. Ist ja gut. Oh. Der Fluch des Seemonsters. Das henochische Necronomicon. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden, doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Gnai beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut auf diese Welt entfesseln würde, und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eltdown-Scherben zu erstechen. Gnai verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu befluten. Ethan, I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home.